Ja. Erstmal beide mit dem Fuß. Das ist dieser Böse, den wir hier. Da kann der echt super interessantes. Und Ethereum direkt mit dem Spectros. Ja. Erzähl gerne weiter. Die Charakter sind halt sehr, sehr speziell, was das Combo-Game angeht, vor allem bei den. Oh, der Spike! Da kam Kuba nicht mehr hoch. Das Combo-Game ist super interessant. Kann auch ein bisschen schwer, was halt über den Projected-Seite angeht. Das ist halt das. So, genau, weil die Dose. Du musst dir vorstellen. Okay, beide Hunde nochmal raus. Aber Team Grün immer noch mit leichtem Vorteil. Ja, mit 50% Vorteil. Weil die Dose, die drückt man, wenn man einfach, also wenn man B drückt und die Dose draußen ist, dann fliegt die ein klein wenig so. So ein klein bisschen. Ja. So, also das, man muss halt sehr aufpassen, bevor die explodiert. Sirion jetzt auch down, das heißt deutlicher Vorteil für Team Grün. Ja. Dann, ja, okay, Beißer ist raus, okay, es steht alles 1-1-1, aber halt mit den Vorteil. Wir müssen nur safe spielen, weil Donkey Kong kann auch manchmal echt gefährlich sein, wenn man zu viele Fehler macht und sich falsch. Ja, wenn ich das richtig sehe, ist Donkey Kong auch eher einer der langsameren Charaktere. Ja, jetzt aber Beißer rausgehauen, das heißt, okay. Oh mein Gott, der Spike. Das war ein starkes Comeback, muss ich sagen, von Team Donkey Kong. Team Affe. Genau. Nein, es sah ja tatsächlich die ganze Zeit so aus, als würde Team Grün da alles im Griff haben. Und dann Team Blau mit diesem, meiner Meinung nach, echt starken Comeback. Das heißt... Wir sind gespannt auf die nächste Runde und wie hast du die erste Runde erlebt? Oder war es jetzt schon die zweite? Das war die erste Runde. Die erste Runde. Das war die erste Runde. Aber da müsste Team Grün versuchen, mehr Abstand zu halten und auch viel mehr die Gegner zu spammen. Also zu spammen. Weil man hat gesehen, halt, wie viel Prozent auch schon gekostet wird. Er ist halt einer der Heavies im Spiel. Heavies bedeutet halt einfach große Hitbox, nicht so krass Recovery, aber. Kriegt auch wenig Knockback, oder? Kriegt auch, ja, recht wenig Knockback, ja. Kann echt viel mehr gut raushauen. Vor allem halt so mit Bananaflame. Bananaflame? Bananaflame raus. Okay. Okay, das war noch richtig. Ich weiß nicht, ob das ein Tech war, den Kieran angewandt hat, dass er ein Selbstspike wurde. Selbstspike ist, by the way, eine Begriff, wenn man den Gegner gegen die Stage schleudert und halt direkt sogar nach unten befördert. Also, dass er sich nicht mehr recovern kann. Ja, dass er sich auch nicht mehr recovern kann. Und das Tech bedeutet halt einfach, dass man davon abhaltet, dass man nicht runterfliegt. Also dass man sich noch in der Luft stützt. Ja. Team Grün hier wieder mit einem guten Beginn. Beide Teams schon jetzt Team Blau wieder jeweils ein Stack down. Ausgeglichen auch. Leichte Vorteile für Team Grün. Und wieder der Vorteil für Team Grün ausgebaut. Alles.
jeder. Ihr habt einen mit 2001 mit einem Zock. Bin gespannt, wenn. Okay, ich bin gespannt, wenn einer. Wenn beispielsweise Cobra kommt raus ist, denn Fyrin kann einen Stock Cobra geben, beziehungsweise eigentlich eher gesagt, Cobra kann sich den Stock von Fyrin nehmen einfach halt, wenn man AP gleichzeitig drückt. Ah, okay. Das heißt, man ist nicht gezwungen, ein 1 zu 2 zu machen, so, sondern man kann sich entscheiden, aber dafür muss man halt doch einen Stock gewinnen. Ah, okay. Aber jetzt beißt er raus. Das heißt, grün ist 1v2. Und ja, versuche ihn zu sandwichen. Oh, und das war's an der Stelle. Team Grün verliert auch in der zweiten Runde gegen Team Blau. Das heißt, der Sieg geht an Fusion und Cobra.